Ich bin bei einem Freund und habe mir einen 6 Liter quasi Woktopf gekauft. Den tun wir jetzt einbrennen. Wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran. Ansonsten habt ihr auch nicht viel verpasst. Ich bin jedenfalls froh, dass ich jetzt einen gusseisernen Topf habe, der richtig konserviert ist, wie es sich gehört. Und freue mich total auf die ersten Mahlzeiten, die ich daraus kochen kann in meinem Schrebergarten. Es ist hier richtig heiß und es wird alles schön matt. Wenn man jetzt nachher mit Leinefilm behandelt. So, am Deckel kann man jetzt sehr schön sehen, hier und da ist noch schwarz oder dunkel und hier ist schon hell. Das heißt, hier ist schon ausgebrannt und da brennt jetzt noch aus. Und das gleiche gilt auch für den Topf. Und hier kann man sehen, dass es auch schon so heiß ist, dass sogar der Ruß weggebrannt ist. Also das ist richtig gut. Hier sieht man schön, wie der Ruß abbrennt. So heiß ist es. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Und hier drinnen ist natürlich jetzt schon alles schön hell aufgehellt. Also so wollen wir es haben. Ein richtiger guter gusseiserner Topf. 6 Liter, der wird wohl für 10 Leute reichen. So, kann man schön sehen, wie sich das alles verwandelt hat, die Farbe an der Wand. Hier sieht es nur so dunkel aus, weil der Schatten drauf ist, aber es ist alles in dieser Farbe. Und da haben wir schon, den Deckel haben wir schon gewaschen. Mit quasi Soda, also Backpulverart, Natrium, irgendwas da. Und man sieht sogar so, dass es sogar minimal Flugrost ansetzen würde. Man sieht also ganz leicht eine Farbveränderung. Das ist also genau das Richtige. Dann wird er gleich mit Leinöl behandelt. So, jetzt das Leinöl. Genau, während das ganz heiß ist, muss man das jetzt schnell hier einreiben, damit es richtig einzieht. Und die andere Seite des Deckels. Oh, das riecht gut. Noch ein bisschen. Richtig heiß einreiben. Wunderbar. Der Leinölbehandlung ist jetzt, kommt jetzt so Sonnenblumenöl rein. Das nimmt auch den ganzen Geschmack, so penetranten Geschmack von Leinöl weg. Und jetzt kommen die Zwiebeln da rein. Warten wir kurz, bis es richtig heiß ist. Aber man sieht ja schon am Flimmern. Diese Konservierung ist halt mit diesem Sonnenblumenöl zum Beispiel und grob geschnittenen Zwiebeln. Und er meint, er hat das halt so von den Kasachen gelernt, dass das dann halt jetzt Gusseisen ist jetzt halt so präpariert, dass auch nichts mehr anbrennt. So, das ist das Endergebnis. Wir haben den Deckelgriff wieder montiert. Alles tut leicht glänzen. Hier innen drin ist es schön aufgesaugt, das Öl. Die Poren sind verschlossen. So liebe ich diesen Topf und freue mich total auf den ersten Pilaf oder Plov, den ich damit machen kann. Also, ich hoffe, dass es euch auch gefallen hat. Und tschüss.